Viele der Punkte, über die ich jetzt spreche, sind schon eingeführt worden von den Vorrednern. Sie hören jetzt einen Vortrag, der auf der Grundlage einer realistischen Position und der Korrespondenztheorie der Wahrheit erstellt wurde. Ja, das ist sozusagen die Grundlage, von der ich meine Überlegungen anstelle. Und natürlich auf die Frage, ob es in den Wissenschaften um die Wahrheit geht, antworte ich ja. In welchem Sinne um die Wahrheit? Nun, um Wahrheit im Sinne der Korrespondenztheorie. Allerdings spielt die Wahrheit in den Wissenschaften nur die Rolle einer regulativen Idee. Oder, wie man es auch ausdrücken könnte, die Rolle einer Zielsetzung, von der man niemals sicher weiß, ob man sie erreicht hat oder ihr auch nur näher gekommen ist. Deshalb wird in den Wissenschaften, also im Forschungsbetrieb, im Wissenschaftsgeschäft, fast nie von Wahrheit gesprochen. Das ist überflüssig, denn Wahrheit ist kein Beurteilungskriterium, kein Maßstab, mit dem man im Einzelfall etwas anfangen könnte. Im Wissenschaftsbetrieb beurteilt man Beobachtungen zum Beispiel als reliabel, valide, man spricht von Messfehlern, man beurteilt Hypothesen als bestätigt oder nicht bestätigt oder man sagt, dass sie mit den Daten mehr oder weniger gut in Einklang stehen. Aber worin drückt sich denn dann aus, dass die Wahrheitsidee irgendwie im Hintergrund steht? Ich meine, das drückt sich in der Annahme aus, dass die Beschreibungen, Hypothesen, Theorien oder historischen Darstellungen, die gemacht werden, ihrem jeweiligen Gegenstand mehr oder weniger gut entsprechen können. Sie können ihn mehr oder weniger gut darstellen. Es kann zum Beispiel sein, dass zwei Darstellungen der Französischen Revolution existieren und dass man die eine als vollständiger beurteilt als die andere oder als genauer oder als weniger fehlerhaft. Auch ist es in den Wissenschaften üblich, Aussagen zu überprüfen, zum Beispiel durch Experimente, durch statistische Analysen oder anhand historischer Quellen. Und als Ergebnis solcher Überprüfungen pflegt man dann Aussagen manchmal zu verändern, mit dem Ziel, dass sie ihrem jeweiligen Gegenstand vollständiger, genauer oder weniger fehlerhaft darstellen. Ich behaupte, dass man all diese Bemühungen nur verstehen kann, wenn man die Wahrheitsidee zugrunde legt. Und zwar in einem Sinne, die als Korrespondenztheorie bekannt ist. Kurz nochmal zur Erläuterung der Korrespondenztheorie. Das ist die traditionelle Wahrheitsauffassung. Man findet sie sinngemäß bei Aristoteles. In neuerer Zeit wurde sie bekanntlich von Bertrand Russell vertreten und von Karl Popper und, wie wir vorhin gehört haben, auch von Wittgenstein in seinem Traktatus und später von ihm verworfen. Eine aktuelle Version der Korrespondenztheorie ist unter der Bezeichnung Truthmaker-Theorie bekannt, ja, von David Louis Armstrong und einigen Philosophen, die zurzeit daran arbeiten. Nach der Korrespondenztheorie ist also Wahrheit, wie wir schon gehört haben, die Übereinstimmung einer Aussage mit den Tatsachen oder mit der Wirklichkeit oder mit der Realität. Ich werde die Begriffe Realität und Wirklichkeit synonym verwenden. Als real oder wirklich soll alles gelten, was Wirkungen haben kann. So ist zum Beispiel die Aussage, die Erde ist rund mit abgeflachten Polen, genau dann wahr, wenn die Erde tatsächlich rund ist. Wäre die Erde in Wirklichkeit eine flache Scheibe, dann wäre die Aussage falsch. Nach der Korrespondenztheorie können Aussagen wahr oder falsch sein, ohne dass dies jemand weiß. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Korrespondenztheorie unterscheidet sich von den meisten anderen Wahrheitstheorien darin, dass sie eine Definition von Wahrheit vorschlägt, ohne zugleich etwas über die Feststellung der Wahrheit zu sagen. Jedoch nehmen Vertreter der Korrespondenztheorie im Allgemeinen an, dass es grundsätzlich möglich ist, Erkenntnisse über Wahrheit oder Falschheit von Aussagen über die Realität zu gewinnen. Sie verbinden also die Korrespondenztheorie, die eine Definition ist, mit einem erkenntnistheoretischen Realismus, also einer Auffassung, dass es eine objektive Realität gibt, über die man Erkenntnis haben kann. Dieser Realismus wird gewöhnlich durch eine Reihe von Annahmen charakterisiert. Da gibt es verschiedene Versionen. Ich habe Ihnen eine dargestellt. Danach besteht er aus den Annahmen. Erstens, die Realität, mit der wir es im Alltag und in den Wissenschaften zu tun haben, existiert unabhängig von menschlichen Begriffen und Werten. Früher hätte man in der Philosophie gesagt, existiert unabhängig vom menschlichen Wahrnehmen und Denken.
Das ist die gegen den Idealismus gerichtete Version. Und heute, da diese Abhängigkeit öfter problematisiert und diskutiert wird im Zusammenhang mit Theorien, Werten, Kriterien und so weiter, Begriffen der Sprache und Kultur, daher diese Formulierung. Zweitens, ein Aussagesatz ist wahr genau dann, wenn er mit der Realität übereinstimmt. Das ist die korrespondenztheoretische Definition. Und drittens, es ist möglich, über diese unabhängige Realität Erkenntnisse zu gewinnen. Jeder Realist nimmt im Übrigen an, dass wir niemals über die ganze Realität Erkenntnis haben können, immer nur ausschnittsweise, eventuell über sehr wenig. Und auch das ist fehlbare Erkenntnis, wie nachher noch ausgeführt wird. Trotzdem gibt es gegen diese Annahmen eine Menge an Einwänden. Die kann man als Gegenthesen formulieren und dann Gründe dafür geben. Ich habe ein paar Einwände, die bekannt sind, hier auch Ihnen gegeben. Erstens, die Realität, also das, was man Realität nennt aus realistischer Sicht, existiert nicht unabhängig von menschlichen Begriffen und Werten. Zweitens, die Realität, das, was man so nennt, ist das Ergebnis einer Konstruktion. Drittens, der Erkenntnisvorgang ist ein konstruktiver Prozess. Im Folgenden möchte ich die realistischen Thesen verteidigen. Aber anders als viele andere Realisten meine ich, dass die genannten antirealistischen Thesen ebenfalls zutreffend sind. Der Erkenntnisvorgang ist tatsächlich konstruktiv. Die Realität ist tatsächlich zum Teil eine Konstruktion. Man kann es so nennen, und sie existiert zum Teil nicht unabhängig von menschlichen Begriffen. Die angeführten Thesen des Realismus lassen sich nur aufrechterhalten, wenn man sie auf bestimmte Weise interpretiert. Und dabei das berücksichtigt, was an berechtigter Kritik an Ihnen vorgebracht worden ist. Nächster Punkt, ich gehe jetzt ein auf diese Problematik der Begriffsabhängigkeit von Realität. Was könnte man darunter verstehen? Ja? Vielleicht erinnern Sie sich an einen Artikel von Nelson Goodman, in dem er gesagt hat, die Sterne seien von uns gemacht. Der Artikel heißt On Star Making. Etwas später hat er ein Buch geschrieben, das heißt On World Making. Die Sterne seien von uns gemacht, und hat er hinzugefügt, und ich meine das wörtlich. Ja. Solche Aussagen sind, wie Sie vielleicht wissen, für Realisten maximal provokant. Ja. Die sagen dann in der Regel als Erwiderung, der spinnt eben oder so. Also Musgrave hat zum Beispiel geschrieben, offenbar glaubt Goodman an Wortmagie. Der glaubt, er kann da irgendwie sagen, es werde Licht und dann gibt es einen neuen Planeten oder so. Ja, wie soll ich das anders verstehen als so? Ja. Das meint er offenbar. Oder der Rezensent Woltersdorf hat gesagt, also wenn jemand sowas schreibt wie Goodman, dann tut mir leid, muss ich an der geistigen Gesundheit dieses Menschen zweifeln. Aber natürlich ist das, was Goodman sagt, etwas, dem man auch von einer realistischen Position durchaus etwas abgewinnen kann, und es ist diskussionswert. Denn in einem gewissen Sinne kann man tatsächlich mit Worten einen Gegenstand machen, aber in einem gewissen Sinne. So wurde zum Beispiel am 24. August 2006 durch die Internationale Astronomische Union der Himmelskörper Pluto von einem Planeten zu einem Zwergplaneten gemacht. Das ist so. Ja? Und zwar wodurch? Durch eine Neudefinition, was ein Planet ist. Danach muss unter anderem ein Planet durch seine Gravitationskraft seine Umgebung räumen. Ja? Muss also die kleineren Körper beseitigen, ja? Dass da Ordnung ist. Und so. Das tut der Pluto nicht, also wurde er nicht mehr als Planet geführt. Manche finden das verkehrt und greifen diese Definition an. Aber es ist so, durch diese Definition wurde eine neue Tatsache geschaffen. Unser Sonnensystem hat jetzt 8 Planeten. Die frühere Tatsache, dass es 9 Planeten gibt, die uns eingebläut worden ist, die wurde schlicht aufgehoben. In einem gewissen Sinne können also Worte tatsächlich Gegenstände und Tatsachen erschaffen. In einem gewissen Sinne. Ja. Es wurde natürlich nicht zum Beispiel die Masse des Pluto verändert oder es wurde nicht die Umlaufbahn verändert. Ja. Aber es wurde immerhin die Eigenschaft verändert, ein Planet zu sein. Und auch diese Eigenschaft ist aus realistischer Sicht etwas, was objektiv zur Wirklichkeit gehört. Putnam hat dasselbe durch ein einfacheres Beispiel, ein alltagsnäheres illustriert. Er hat zum Beispiel gesagt, wie viele Gegenstände sind auf diesem Tisch hier? Ja? Wie viele? Ja? Nun, Sie wissen, worauf das hinausläuft. Natürlich kommt es jetzt darauf an, was man unter Gegenständen versteht. Also zum Beispiel der Schreibblock zählt ja als ein Gegenstand oder zählt jedes Blatt einzeln. Und jedes Mal komme ich zu anderen Antworten. Ja? Es kommt also darauf an, was versteht man unter Gegenständen. Allgemein
Es gibt viele mögliche Grenzziehungen, durch die wir die Welt in Dinge zerlegen können. Und diese hängen unter anderem von menschlichen Interessen ab. Hängen auch ab von unseren Sinnesorganen, von unserem Denkvermögen und von der verfügbaren Sprache, aber auch von Interessen. Wenn ich diesen Raum betrete, dann sehe ich zum Beispiel Sitzgelegenheiten und Tische und Präsentationsgeräte. Und das hat alles wesentlich mit Interessen zu tun. Wesen, die nicht sitzen würden, denken Sie an irgendwelche Außerirdische, die vielleicht herumschweben und sich nie setzen, die würden vielleicht keine Sitzgelegenheiten in diesem Raum erkennen. Allerdings würden sie auch verstehen können, warum Wesen wie wir Sitzgelegenheiten brauchen. Ja, das kann denkbar sein. Es wurde auch zu Recht darauf hingewiesen, dass die Sozialwissenschaften mit Gegenständen befasst sind, die nur relativ zu menschlichen Überzeugungen und Handlungen überhaupt existieren. Beliebte Beispiele sind ein Grenzstein oder ein Geldschein und natürlich alle sozialen Institutionen wie eine Regierung, ein Parlament oder eine Justiz. Was ist der Grenzstein? Das ist einfach ein Stein zunächst mal. Er wird nur dadurch zum Grenzstein, dass Menschen ihn als solchen anerkennen und dass das irgendwo steht und beurkundet ist und dass es Regeln gibt, wie man damit umgehen muss und so weiter. Und ohne die ist es kein Grenzstein mehr, sondern, ja, was ist es? Das ist die nächste Frage. Denn man kann auch für Gegenstände, die nicht vom Menschen hergestellt oder bearbeitet worden sind, das Problem aufwerfen, ob sie an sich, das heißt unabhängig von menschlichen Begriffen, existieren. Gibt es zum Beispiel natürlicherweise Berge, Flüsse, Kontinente? Was folgt aus diesen Betrachtungen? Erstens, bestimmte Gegenstände, zum Beispiel die der Sozialwissenschaften, existieren nur insoweit, als sie vom Menschen in bestimmter Weise betrachtet und anerkannt werden. Zweitens, die Unterteilung der Welt in Gegenstände hängt wesentlich mit menschlichen Interessen zusammen. Und beides finde ich überzeugend. Ja? Ich meine, das muss auch ein Realismus anerkennen. Vehement widersprechen möchte ich aber jetzt der Schlussfolgerung, die von den Antirealisten Putnam und Goodman gezogen wird. Die heißt nämlich so: Es gibt keine fertige Welt, keine ready-made world, also keine Welt, die schon objektiv in bestimmte Gegenstände mit bestimmten Eigenschaften, Relationen und Tatsachen zerfällt. Das akzeptiere ich nicht. Es stimmt, wir strukturieren die Welt mit Begriffen. Aber wir können dies nur, weil die Welt unabhängig von unseren Begriffen schon eine bestimmte Beschaffenheit hat. Dies ist eine unbedingte Voraussetzung dafür, dass man sie strukturieren kann. Man muss zum Beispiel nicht Flüsse identifizieren und ihnen Namen geben. Das könnte man auch lassen. Und dann gäbe es diese Flüsse nicht als Gegenstände. Aber man könnte das gar nicht tun, wenn es nicht den Unterschied zwischen Flüssigkeiten und festen Stoffen gäbe. Bestimmte Eigenschaften und Unterschiede müssen vorhanden sein, damit es auch nur denkbar ist, durch Begriffe Kategorien bilden und erfolgreich auf die Welt anwenden zu können. Das ist ein wichtiger philosophischer Gedanke. Versuchen Sie einmal, sich vorzustellen, eine völlig eigenschaftslose Welt. Sie können eine Metapher bilden, wie zum Beispiel eine völlig homogene Knetmasse oder so. Aber auch diese Metapher wird dieser Idee einer eigenschaftslosen Welt nicht gerecht. Die Knetmasse stellt man sich schon wieder vor von einer bestimmten Zähigkeit oder so oder einer bestimmten Menge mit einer Abgrenzung und so. Ne? Nein, Sie müssten sich die Welt vorstellen ohne jegliche Eigenschaften. Wie wollten Sie in dieser Welt Kategorien einführen und diese Kategorien dann so anwenden, dass man sich darüber verständigen kann? Das ist schlicht undenkbar. Also ich halte es für eine transzendentale Voraussetzung für das Bilden von Kategorien, dass wir es mit einer Realität zu tun haben, die schon eine Beschaffenheit oder Struktur hat. Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir die elementarsten Eigenschaften der Dinge auch kennen würden. Möglicherweise finden wir sie nicht heraus, aber vielleicht doch oder vielleicht teilweise. Jedenfalls können wir Hypothesen darüber aufstellen und diese können sich bewähren. So hat sich zum Beispiel die Theorie gut bewährt, dass es Atome verschiedener Arten gibt, aus denen Moleküle aufgebaut sind, aus denen wiederum die uns im Alltag bekannten Gegenstände resultieren. Diese Theorie kann sehr gut erklären, wie sich die Gegenstände unserer Alltagswelt verhalten. Insofern ist sie bewährt, aber wie gesagt, eine Gewissheit, dass das jetzt die Grundstruktur der Realität ist, haben wir natürlich nicht. Ein zweiter wichtiger Punkt in dem Zusammenhang: Wenn Dinge vom Menschen im oben erläuterten Sinne gemacht sind oder konstruiert sind, so wie Landesgrenzen oder soziale Normen, dann können sie zugleich real oder wirklich sein, in dem Sinne, dass sie Wirkungen haben, beziehungsweise Teil eines Wirkungsgefüges sind.
Wir wissen zum Beispiel, dass es drastische Wirkungen gehabt hat, dass Menschen versucht haben, eine Landesgrenze zu überschreiten. Oder dass es Wirkungen hat, wenn man Normen verletzt. Metaphorisch gesprochen, auch durch eine konstruierte Wand kann man nicht einfach hindurchgehen. Auch kann man konstruierte Dinge wie Landesgrenzen zutreffend oder unzutreffend beschreiben, also im korrespondenztheoretischen Sinne als wahr oder falsch beschreiben. Aussagen oder bildliche Darstellungen von Ländern und ihren Grenzen können korrespondenztheoretisch wahr oder falsch sein. Zum letzten Punkt muss man jetzt aber eine weitere Analyse durchführen und finde ich sehr wichtig, wenn man Wahrheit in der Wissenschaft gebrauchen will. Darf ich zwischendurch gerade mal fragen, ich habe mir nicht merken können, wann ich angefangen habe. Um 16:45, also hätte ich bis 16:45 regulär. Ja, klar, ja, aber Vortrag bis 16:45 wäre ideal. Ja, also das war eben gewesen der Punkt, was könnte man verstehen unter einer von Begriffen abhängigen Welt, ja? Anhand von Beispielen, dann das Zugeständnis, in gewissem Sinne tun wir durch Begriffe Gegenstände erst erzeugen, indem wir sie zu Gegenständen machen. Wir könnten auch andere machen. Aber der zusätzliche Gedanke, das alles geht nur, wenn man voraussetzt, dass da schon etwas vorhanden ist, was irgendwie beschaffen ist. Ja? Und das widerspricht der These, die Partner macht, wenn er sagt, es gäbe keine fertige Welt, überhaupt keine, sondern wir hätten es damit etwas zu tun, was völlig unstrukturiert ist und ganz seine Struktur von uns bekommt. Ja, das halte ich nicht für möglich, ja nicht einmal für denkbar. Ja, aber jetzt der nächste Punkt, die Verwendung des Wahrheitsbegriffes in der Wissenschaft. Ich habe von Übereinstimmung, von einem Zutreffen so gesprochen, als ob es stets um eine perfekte Übereinstimmung ginge. Im Alltag und in den Wissenschaften ist es jedoch oft so, dass ein perfektes Zutreffen als ein kaum erreichbares Ziel erscheint. Und oft ist man auch nur an einem annähernden Zutreffen von Aussagen interessiert. Das ist jedem vertraut, Sie brauchen dazu zum Beispiel nur an Angaben von Körpergröße oder Körpergewicht denken. Zum Beispiel die Angabe, jemand wiegt 70 Kilo. Das kann zutreffend sein, auch wenn eine genauere Messung vielleicht einen Wert von 70,2 ergeben würde. In einem anderen Kontext würde man genauere Gewichtsmessungen verlangen, vielleicht in einer Apotheke oder in einem chemischen Labor. Doch auch hier wird es Abweichungen von einem geringen Betrag geben, den man für tolerabel hält. Für den Gebrauch des Wahrheitsbegriffs in der Wissenschaft ergibt sich dadurch Folgendes. Viele Aussagen, die man in dem einen Kontext für ausreichend zutreffend hält, sind streng genommen falsch. Man kann aber sagen, dass sie approximativ wahr sind. Dies gilt insbesondere für Aussagen, bei denen eine gewisse Präzision angestrebt wird. So kann es zum Beispiel sein, dass die Temperaturangabe 18 bis 22 Grad wahr ist, während die präzisere Angabe 20 Grad nur approximativ wahr ist. In der Praxis gebraucht man oft den Begriff wahr, wenn approximativ wahr gemeint ist. Bei diesem Sprachgebrauch ist Folgendes zu beachten. Während die Wahrheit einer Aussage allein von der Beschaffenheit der Realität abhängt, gilt dies für die approximative Wahrheit nicht. Sie ist zusätzlich abhängig von Konventionen über die jeweils zulässige Abweichung und diese sind pragmatischer Natur. Sie sind mit den Zielen und Interessen im jeweiligen Kontext verbunden. Wer den Wahrheitsbegriff auf wissenschaftliche Theorien anwenden möchte, stößt auf eine weitere Schwierigkeit. Im Zusammenhang mit Theorien werden oft Annahmen gemacht, die den Charakter von Idealisierungen haben. Idealisierungen oder wie man auch sagt, ideale Modelle in der Physik sind zum Beispiel Massenpunkte, also etwa ein Planet, der ausdehnungslos ist, der als solcher aufgefasst wird und so berechnet wird. Massenpunkte, ideale Gase, reibungsfreie Pendel. Und auch in anderen Wissenschaften gibt es Idealisierungen, als zum Beispiel Chomsky seine einflussreiche Sprachtheorie entwickelte, erklärte er, die Theorie beziehe sich auf ideale Sprecherhörer, die in einer völlig homogenen Sprachgemeinschaft leben, ihre Sprache perfekt beherrschen und sie fehlerfrei anwenden. Ein weiteres viel diskutiertes ideales Modell ist natürlich das des Homo economicus. Können Theorien, die solche idealisierenden Annahmen enthalten, im Sinne der Korrespondenztheorie wahr oder falsch sein?
Wenn man die idealisierenden Annahmen als Teil dieser Theorien betrachtet, dann sind diese Theorien streng genommen alle falsch. Die Annahme, dass ein Planet ein ausdehnungsloser Punkt ist, ist unzutreffend und daher falsch. Doch kann man argumentieren, dass die jeweilige Idealisierung nur eine vernachlässigbar kleine Abweichung bedeutet. Und je nachdem, um welches Problem es geht, kann die Ausdehnung eines Himmelskörpers im Vergleich zu den astronomischen Entfernungen als vernachlässigbar klein gelten. In Bezug auf die Wahrheit von Theorien gibt es noch ein Problem. In der Geschichte der Wissenschaften wurden immer wieder Theorien durch neue Theorien ersetzt, die mit der Gesamtheit der Beobachtungen besser in Einklang standen als ihre Vorgänger. Dabei war es manchmal so, dass eine ältere Theorie später als ein Irrweg betrachtet wurde, wie zum Beispiel die Phlogiston-Theorie. In anderen Fällen sieht man die ältere Theorie aber nicht als verfehlt an, sondern als eine gute Annäherung. Man sagt auch, dass die neue Theorie die alte korrigieren würde und als Grenzfall enthält. Das beste Beispiel hierfür ist der Übergang von Newtons Theorie zu Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Um Situationen wie dieser Rechnung zu tragen, führte Popper den Begriff der Wahrheitsnähe ein oder Wahrheitsähnlichkeit. Theorien können der Wahrheit mehr oder weniger nahe kommen. Keplers Gesetz, wonach die Planetenbahnen Ellipsen sind, kommt der Wahrheit näher als Kopernikus' Lehre, sie seien Kreisbahnen. Das heißt natürlich jetzt immer, so wird es beurteilt von der zeitgenössischen Physik. Newtons Theorie kommt der Wahrheit näher als Keplers Gesetze, nach heutiger Auffassung. Und Einsteins Theorie kommt der Wahrheit näher als Newtons Theorie. Einstein hat übrigens selbst gesagt, dass er auch seine Theorie nur für eine gute Annäherung halten würde. So viel zum Gebrauch des Begriffs Wahrheit in den Wissenschaften und der dabei notwendigen Zugeständnisse oder Differenzierungen, die man machen muss. Ich sagte vorhin, dass die Korrespondenztheorie offen lässt, wie Wahrheit erkannt wird. Das ist eine Definition, die sagt, was Wahrheit bedeutet. Hierzu eine Anmerkung. Ich halte das für richtig, was Herr Schmidt vorhin gesagt hat, dass Wahrheit als Wort irreführend sein kann, wenn man es als ein Substantiv auffasst, das für einen Gegenstand steht. Und dann sucht man nach dem Gegenstand Wahrheit und dann nach vielen Wahrheiten und vielen Gegenständen. Natürlich kommt man da zu unlösbaren Problemen. Nein, wenn man Wahrheit im Sinne der Korrespondenztheorie auffasst, dann bekommt man zunächst eine Definition der Prädikate wahr oder falsch. Ja? Wahr im Sinne von die Aussage entspricht der Wirklichkeit, die Aussage trifft zu auf die Wirklichkeit, falsch, sie trifft nicht zu. Und wenn man fragt, aber was ist jetzt die Wahrheit, dann kann man als Verwendungsvorschlag machen, die Wahrheit ist die Beziehung der Aussage zu der Wirklichkeit. Die Wahrheit ist kein Gegenstand, sondern ist eine Relation, eine semantische Relation der Übereinstimmung. Als nächstes können Sie natürlich fragen, was heißt Übereinstimmung? Dazu gibt es viele Antworten. Die genannte Drewes-Maker-Theorie hat zum Beispiel als ihre Hauptaufgabe das Ziel, die Teilstrukturen der Wirklichkeit aufzuzeigen, die einzelne Arten von Aussagen wahr machen. Also die versuchen auf differenzierte Weise diesen Gedanken des Wahrmachens zu beantworten. Und sie beantworten damit die Frage, was Übereinstimmung heißt. Kann ich jetzt im Einzelnen natürlich nicht referieren. Jetzt komme ich zu dem Punkt, aber wie steht es jetzt mit der Feststellung von Wahrheit, mit der Erkenntnis von Wahrheit, von der ja ein Realismus auch annehmen muss, dass sie möglich ist und der muss was dazu sagen, wie sie möglich ist, jedenfalls grundsätzlich. Was ist Erkenntnis? Kann man die Wahrheit oder Wahrheitsnähe von Aussagen erkennen und beurteilen? Und was heißt hierbei Erkenntnis? Eben haben wir gerade gehört, nach der klassischen Definition von Wissen oder Erkenntnis ist Wissen gerechtfertigter, wahrer Glaube. Also jemand nimmt was an, das ist wahr und drittens, das ist gerechtfertigt. Das heißt, man hat Gründe dafür, ausreichende Gründe. Wahrheitserkenntnis in den Wissenschaften würde demnach darin bestehen, man verfügt über Beobachtungen, Hypothesen und Theorien, von denen man zeigen kann, dass es gerechtfertigt ist, sie für wahr zu halten. Die Rechtfertigungsbedingung wurde dabei in den letzten 2.500 Jahren meist in einem sehr starken Sinne ausgelegt. Eine Annahme muss sicher sein oder fast sicher, um als gerechtfertigt zu gelten. Es darf kein begründeter Zweifel möglich sein.
So aufgefasst gibt es aber fast keine Erkenntnis, auch nicht in den Wissenschaften. Die Skeptiker seit der Antike konnten immer zeigen, dass es Wissen in diesem starken Sinne eher nicht gibt, weil man die Rechtfertigungsbedingungen nicht erfüllen kann. Und so aufgefasst scheitert dann auch natürlich jeder Realismus. Wenn dieser die Annahme macht, dass sich die Welt teilweise erkennen lässt und Erkenntnis im Sinne einer starken Rechtfertigungsbedingung auslegt, dann lässt sich der Realismus nicht aufrechterhalten. Ein gängiges Argument gegen ihn lautet daher auch so: Eine bestimmte wissenschaftliche Theorie kann bestens bewährt sein, kann mit allen verfügbaren Beobachtungen übereinstimmen und dennoch könnte die Welt ganz anders sein, als diese Theorie sagt. Das stimmt natürlich. Und es trifft den Realismus, wenn diese Erkenntnis im Sinne von starker Rechtfertigung versteht. Aber der Realist muss Erkenntnis nicht so verstehen und sollte es vernünftigerweise auch nicht tun. Erkenntnis kann stattdessen verstanden werden als die vorläufige Bestätigung einer im Prinzip fehlbaren Hypothese. Genauer können wir uns das so vorstellen: In den empirischen Wissenschaften resultieren die Erkenntnisse aus dem Zusammenspiel von Theorie und Beobachtung. Hypothesen oder ganze Theorien werden erdacht, um Beobachtungen erklären zu können. Die Hypothesen werden dann an neuen Beobachtungen geprüft, an Beobachtungen im weitesten Sinne. Das können Messungen sein, physikalische Experimente, Ergebnisse von Feldstudien oder das Studium historischer Quellen. Dabei kann sich herausstellen, dass die Beobachtungsresultate die Hypothese bestätigen, stark bestätigen, vielleicht sehr gut bestätigen, oder sie widersprechen ihr, und dann hat man die Wahl, was man ändern will. Eine ganze Theorie, eine einzelne Annahme einer Theorie oder eine Hilfshypothese. Die Wissenschaftstheorie kennt, das sei nebenbei bemerkt, derzeit keine Regeln, die es vorschreiben könnten, wie ein rationales Vorgehen hierbei aussehen würde. Ja? Also ich kann nicht so etwas sagen wie, es muss immer die ganze Theorie oder ihre Kernannahmen oder aber immer die Hilfsannahmen aufgegeben werden. Das kann man in diesem Punkt nur sagen, da müssen Wissenschaftlerinnen ihre Fantasie spielen lassen. Das nur nebenbei. Auf jeden Fall hofft man, durch dieses Prüfen von Annahmen, meist sind es ganze Gruppen von Annahmen, auf längere Sicht Fortschritte zu erzielen, indem man, wenn die Daten den Annahmen nicht entsprechen, irgendetwas verändert und dann systematisch prüft, ob mit dieser Veränderung die Vorhersagen besser werden. Auf dieser Grundlage lässt sich nun die Frage beantworten, was Erkenntnis ist. Und zwar kann man etwa definieren: Eine Theorie, ich nenne sie T, stellt ein Stück Erkenntnis dar, wenn diese Theorie T kritisch geprüft wurde, wenn die Beobachtungsresultate mit T übereinstimmen und wenn es derzeit keine konkurrierende Theorie gibt, die ähnlich gut mit den Beobachtungsresultaten übereinstimmen. In einem solchen Fall kann es als gerechtfertigt angesehen werden, T derzeit und vorläufig für wahr zu halten. Oder alternativ, T vorläufig für die Theorie zu halten, die der Wahrheit am nächsten kommt. Die zweite Möglichkeit für die Wahrheit, für die Theorie, die der Wahrheit im Nächsten kommt, das ist Poppers Vorschlag. Die erste ist eher der Vorschlag anderer erkenntnistheoretischer Realisten, auch vieler kritischer Rationalisten übrigens. In diesem Sinne haben wir zum Beispiel die Erkenntnis, dass es 8 Planeten gibt, dass diese sich in Ellipsen um die Sonne bewegen, dass der Mond leuchtet, weil er das Licht der Sonne reflektiert, dass Menschen und Menschenaffen gemeinsame Vorfahren haben, dass die DNA die Struktur einer Doppelhelix hat und vieles mehr. Wenn man Erkenntnis so versteht, dann kann man sie meines Erachtens ohne Probleme auf die Welt beziehen, wie sie wirklich ist. Es gibt dann keinen Grund, sie nur auf eine Welt zu beziehen, wie sie uns erscheint. Denn das hypothetische Element, das in der Formulierung, wie sie erscheint, zum Ausdruck kommt, das ist ja in dem Verständnis aller Aussagen als prinzipiell fehlbar schon enthalten. Da man somit niemals weiß, wann man Wahrheit erreicht hat, und auch nicht sicher sein kann, ob die eine Theorie wahrheitsnäher ist als die andere, man kann es nur vorläufig immer beurteilen, hat Wahrheit aus dieser Sicht also, wie vorhin gesagt, die Funktion einer regulativen Idee und nicht die eines Anwendungskriteriums zur Beurteilung einzelner Theorien mit einem jeweils bestimmten Ergebnis. Und deshalb braucht man, wie eingangs schon gesagt, im Wissenschaftsalltag von der Wahrheit auch nicht zu sprechen. Aber sie spielt trotzdem ihre Rolle im Hintergrund. Ich danke Ihnen.